Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Der Knackpunkt an sich waren halt einfach die Gegentore. Wir haben das 1-1 bekommen, kriegen dann sofort in der nächsten Aktion das 2-1, machen das 2-2 und mit dem 3-2 wird's dann ein bisschen, läuft's dann wirklich in die falsche Richtung und wir müssen auch kurz, also es sind dann noch 10 Minuten zu spielen, glaube ich, maximal mit Nachspielzeit. Wir müssen dann halt auch aufmachen und riskieren, weil wir halt nicht verlieren wollten und ja, einfach das späte letzte Gegentor im Endeffekt. Prinzipiell wissen wir, dass das eine Qualität von unserer Mannschaft ist. Wir haben im letzten Jahr relativ viele Spiele gehabt, also unter Norbert Meyer noch relativ viele Spiele gehabt, wo wir wirklich zurückgekommen sind und Spiele gedreht haben. Jetzt in der aktuellen Saison ist es auch immer mal wieder gewesen, dass wir gute Reaktionen auf Rückstände gezeigt haben. Also ich glaube nicht, dass uns ein Rückstand an sich verunsichert. Es ist noch alles drin. Wir kennen die Punktzahlen zum rettenden Ufer. Wir kennen die Distanzen zu unseren Mitkonkurrenten in der Liga. Wir wissen aber auch, dass die Situation bedrohlich ist und auch ernst und können das vielleicht ein bisschen, also dadurch, dass es so klar ist, ist es vielleicht auch ein Vorteil für uns anderen gegenüber, die vielleicht schon 20 oder 19 Punkte haben. Ja, wenn man die Woche verfolgt hat, hat man ja gesehen, dass nochmal zusätzlich irgendwie 5, 6 neue Spieler eingebaut wurden oder gekauft wurden. Und ich habe die erste Halbzeit Greuther Fürth relativ intensiv geguckt, fand jetzt nicht, dass die besonders dominant und stark gespielt haben. Das ist eine Wundertüte, wir wissen nicht, wo die stehen, weil es ist ähnlich wie quasi nach dem Trainerwechsel. Die Mannschaft wird komplett neu durchgerüttelt, kriegen noch zusätzlich 5, 6 neue Spieler. Ja, wir werden uns intensiv darauf vorbereiten. Ich denke, dass unser Trainerteam jeden Einzelnen kennt und auch nochmal individuell präsentieren wird von den Neuen. Aber im Endeffekt liegt es eigentlich auch nur an uns. Ja, man muss annehmen, wie man will, wie es kommt. Aber definitiv Freitagabend, Flutlicht an, ist natürlich, hat nochmal eine gewisse Atmosphäre, ist nochmal was ganz Besonderes im Vorfeld. Du trainierst morgen, dann gehst du ins Hotel, schläfst und bist den ganzen Tag mit dem Spiel beschäftigt. Also es ist schon eine geile Spannung. Ich muss sagen, der Pokalwettbewerb an sich, ich habe es in allen Jahren so gehabt, dass wenn das Spiel kommt, ist es cool. Es ist immer was Besonderes, dann auch die Pokalhymne zu hören und so weiter. Aber das ist wirklich noch meilenweit entfernt. Es waren schon wichtige Charaktere, auch wenn sie nicht gespielt hätten, die permanent in der Kabine dann für Stimmung sorgen und so, die gefehlt haben in der Hinrunde. Wir sind natürlich über jeden Einzelnen froh, der wieder da ist. Aber nichtsdestotrotz musst du die Situation annehmen, wie sie ist und musst dich da auch irgendwie durchbeißen. Aber klar, für jeden Einzelnen freut es mich, dass er wieder da ist. Und die bringen auch vielleicht ein bisschen Unbekümmertheit rein, weil sie diese Negativerfahrung nicht so intensiv erlebt haben wie wir in der Hinrunde. Ähnlich wie mein erstes Zweitliga-Jahr unter Stefan Krämer war es total kurios und für mich ist das Jahr 2016 abgeschlossen. Ich habe einen Cut gemacht und gehe jetzt einfach positiv ins neue Jahr und habe eine gute Vorbereitung gespielt. Scheinbar ist dem Trainer das auch aufgefallen und ja, ich hoffe, meine Leistung weiterzubringen. Es ist die Bewegung, die Möglichkeit einfach über seine Grenzen hinauszugehen. Es ist vielleicht auch ein bisschen das Gefühl zu fliegen. Mir ist wichtig, dass man sich auf die Krankenkasse verlassen kann.